Schnee. Peppa und Schorsch sind heute sehr aufgeregt, denn es schneit. Mami, dürfen wir jetzt raus in den Schnee? Ja, aber es ist sehr kalt draußen. Zieht euch bitte warm an. Hurra! Vergesst aber bitte auch Mützen, Handschuhe, Schals nicht. Es ist sehr kalt draußen. Peppa und Schorsch müssen Mütze, Schal und Handschuhe tragen. Los geht's, Schorsch. Peppa und Schorsch machen Fußstapfen in den Schnee. Peppa und Schorsch machen gerne Fußstapfen in den Schnee. Oh je. Das ist nicht lustig. Schorsch, ich mache einen Schneeball. Vorsicht, Schorsch. Peppa macht einen Schneeball. Peppa und Schorsch haben einen Riesenspaß im Schnee. Schorsch, komm zurück, du Babyschweinchen. Oh weh, dieses Spiel ist wohl ein bisschen zu rau. Entschuldigung, Schorsch. Schorsch, wir bauen einen Schneemann. Peppa und Schorsch bauen einen Schneemann. Zuerst den Körper. Schorsch, das ist der Bauch vom Schneemann. Dann bekommt der Schneemann einen Kopf. Jetzt braucht er Arme und Augen und einen Mund. Schorsch hat Stöcke für die Schneemannarme gefunden. Peppa hat Steine für die Schneemannaugen und den Mund gefunden. Jetzt das Gesicht. Jetzt fehlt nur noch eine Nase. Peppa hat eine Möhre als Nase für den Schneemann geholt. Der Schneemann sieht sehr zufrieden aus. Ihm ist höchstens ein bisschen kalt. Dem Schneemann ist zu kalt. Ich glaube, er friert. Schorsch hat Anziehsachen geholt. Die halten den Schneemann schön warm. Jetzt trägt der Schneemann Mütze, Schal und Handschuhe. Mama und Papa, schaut mal her. Auch Mama Wutz trägt Mütze, Handschuhe und Schal. Das ist der schönste Schneemann, den ich je gesehen habe. Papa Wutz sieht recht verfroren aus. Er trägt weder Mütze, Schal noch Handschuhe. Hatschi! Papa, warum trägst du nicht Mütze, Handschuhe und deinen Schal? Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich kann sie nirgendwo finden. Ich weiß wohl, wo Papas Mütze, Handschuhe und Schal sind. Mütze, Handschuhe und Schal von Papa Wutz trägt der Schneemann. Oh! Pfannkuchen. Zeit für den Nachmittagsschmaus. Mama Wutz hat eine Überraschung. Heute backen wir leckere Pfannkuchen. Pfannkuchen? Wie köstlich! Ich liebe Pfannkuchen. Alle lieben Pfannkuchen. Ich bin Fachmann im Pfannkuchenwenden. Das mach ich.
Bist du sicher, Papa Wutz? Letztens warst du ein bisschen grantig, als der Pfannkuchen auf dem Boden lag. Ich war gar nicht grantig. Das lag doch nur an der Bratpfanne. Mami, dürfen wir beim Backen helfen? Bitte. Ja, helft mir beim Teigrühren. Zuerst kommt das Mehl in die Schüssel. Oh. Nun kommt das Ei hinzu. Dann die Milch. Und jetzt wird alles verrührt. Mami, kann ich rühren? Ja, natürlich, Peppa. Rühren macht Spaß. Das findet Schorsch auch. Nein, Schorsch, so geht's. Danke, das reicht fürs Erste. Ihr setzt euch an den Tisch und ich backe die Pfannkuchen. Jetzt wendet Mama Wutz den Pfannkuchen. Hurra! Das ging aber noch höher, Mama Wutz. Zeig mir wie, aber mit deinem eigenen Pfannkuchen, Papa Wutz. Der erste Pfannkuchen ist für Schorsch. Mama Wutz träufelt ein bisschen Sirup drauf. Köstlich. Dieser Pfannkuchen ist für Peppa. Hurra! Du könntest höher werfen, Mama Wutz. Zeig mir wie, aber bitte mit deinem eigenen Pfannkuchen. Sirup bitte. Köstlich. Dieser Pfannkuchen ist für Mama Wutz. Hurra! Du wirfst dir immer noch nicht hoch genug, Mama Wutz. Der nächste Pfannkuchen ist für dich, Papa Wutz. Dann zeig uns jetzt mal, wie man's richtig macht. Ganz köstlich. Schaut ihr auch alle her? Damit der Pfannkuchen richtig gut wird, wirft man ihn hoch in die Luft. Eins, zwei, drei, hoppla! Dummer Papa. Oh, vermutlich war das etwas zu hoch. Was für ein Pech. Das war der letzte Pfannkuchen. Kein Problem. Ich denke, das haben wir gleich. Oh je, Papa Wutz kommt nicht dran. Keine Sorge, Papa Wutz. Ich weiß, wie wir ihn da runterholen. Kommt mit nach oben, Kinder. Vielen Dank. Was hat Mama Wutz vor? Ich zähl bis drei. Dann hüpfen wir genau hier, so fest es geht. Eins, zwei, drei, hüpft. Was machen die da oben? Es hat geklappt. Papa Wutz hat seinen Pfannkuchen wieder. Papa hat einen Pfannkuchen auf dem Kopf. Etwas Sirup, Papa Wutz? Ja, bitte. Eins, zwei, drei, hoppla! Einfach köstlich. Musikinstrumente. Mama und Papa Wutz sind gerade mit dem Hausputz fertig. Mama Wutz und ich haben was auf dem Dachboden entdeckt. Oh. Könnt ihr erraten, was drin ist? Nö. Sie ist voller Musikinstrumente. Boah. Sie sind ein bisschen alt und verstaubt. Auf der Geige habe ich gespielt, als ich noch klein war. Mama, kannst du uns was vorspielen? Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ach bitte, Mama, spiel doch mal. Hoffentlich kann ich es noch.
Bravo! Mama, kann ich auch mal spielen? Du musst sie so halten. Okay, mach ich. Oh! Oh je, Peppas Geigenspiel klingt lausig. Schorsch will es auch mal versuchen. Du musst sie so halten, Schorsch. Oh! Das klingt auch nicht viel besser. Geige spielen ist viel zu schwer. Peppa, vielleicht klingt es auf dieser Trommel besser. Danke, Papa. Das klingt viel besser. Peppa spielt großartig. Oh, wie schön. Ja, hört sich gut an. Da ist ja Papas altes Akkordeon. Das habe ich gespielt, als ich Mama kennengelernt habe. Oh, Papa Wutz, ich kann mich gut erinnern. Schorsch will auch mal Akkordeon spielen. Bist du sicher? Akkordeon spielen ist sehr schwer. Schorsch, das Akkordeon ist fast so schwer zu spielen wie meine Trommel. Okay, Schorsch. Oh. Das Akkordeon ist wirklich sehr schwer zu spielen. Papa, welche anderen Instrumente sind da noch drin? Dieses Horn. Darf ich mal? Du musst fester pusten. Das klingt nicht so gut. Das geht gar nicht. Ich glaube, ich konnte mal drauf spielen. Na, das klingt auch nicht besser. Hohoho, dafür muss man wohl schon so stark und groß sein wie ich. Also das klingt überhaupt nicht gut. Peppa hat recht. Es geht wirklich überhaupt nicht. Macht nichts, Papa Wutz. Spiel weiter Akkordeon. Das machst du wunderbar. Hoho, naja, ich spiele es ganz gut, auch wenn es eingebildet klingt. Und ich spiele meine Geige. Und ich spiele Trommel. Mama Wutz spielt Geige. Papa Wutz spielt Akkordeon. Peppa trommelt. Und Schorsch, was soll er spielen? Schorsch bläst das Horn. Mama hat's nicht geschafft. Und Papa hat's auch nicht geschafft. Nicht mal ich konnte das spielen. Aber Schorsch, der kriegt das hin. Meine Cousine. Peppa und Schorsch spielen im Garten. Zu mir, Schorsch. Du wirfst den Ball zu fest, Schorsch. Wenn du so wirfst, bin ich dran. Ich krieg den Ball. Gewonnen! Peppa, Schorsch, heute kommt uns eure Cousine Chloe besuchen. Yippie, Cousine Chloe. Schorsch, Chloe ist groß, so wie ich. Also sei nicht traurig, wenn sie sagt, dass du zu klein zum Spielen bist. Hoho, ich bin sicher, dass Chloe mit euch beiden spielt. Chloe ist da. Tante Wutz bringt Chloe vorbei. Chloe ist die Cousine von Peppa und Schorsch. Sie ist ein bisschen älter als die beiden. Hallo, Chloe. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Dann bis später. Wollen wir jetzt was spielen? Ja, wir spielen Fangen. Peppa spielt gerne Fangen. Spielt ihr noch Fangen? Das ist doch ein Spiel für Babys. Wir spielen es noch, weil Schorsch es so gerne mag. Okay, spielen wir es für Schorsch. Spielst du nach echten Regeln oder nach Babyregeln? Echten Regeln. Los geht's. Peppa, du bist
Fang mich doch! Peppa ist dran. Sie muss Chloe und Schorsch fangen. Kriegst mich nicht! Schorsch, ich kann dich ganz leicht fangen. Du bist ja so klein. Das ist gemein. Du hilfst ja dem Schorsch. Weil er noch zu klein ist. Du bist doch groß. Nein, ja, bin ich auch. Ich bin genauso groß wie du. Dann komm schon, Peppa. Komm und fang uns doch. Kriegst du uns nicht. Kriegst du uns ja gar nicht. Das macht keinen Spaß. Ich will was für Große. Okay, ich weiß ein gutes Spiel für große Kinder. Es heißt Schlauer Fuchs. Schlauer Fuchs? Als Fuchs bin ich ganz toll. Wie geht das? Einer von uns ist der schlaue Fuchs. Und die anderen schleichen sich an. Ich bin der schlaue Fuchs. Peppa ist der schlaue Fuchs. Solange sie wegschaut, schleichen sich die anderen an. Dreht sie sich um und einer bewegt sich noch, muss der zurück zum Start. Schorsch, du musst zurück. Du hast dich bewegt. Hab dich gewonnen. Ich war noch gar nicht so weit. Man darf aber losgehen, wann man will. Oder, Schorsch? Jetzt ist Chloe der schlaue Fuchs. Peppa und Schorsch müssen ganz still stehen. Peppa, du hast dich bewegt. Los, nochmal. Das ist gemein. Du guckst zu lange. Man darf aber genauso lange gucken, wie man will. Du musst zurück. Schorsch hat gewonnen. Können wir was anderes spielen? Ja, aber nur, wenn es kein Babyspiel ist. Genau. Wir spielen mein Lieblingsspiel. Willst du raten? Schorsch, hast du eine Ahnung, welches Spiel sie meint? Peppas Lieblingsspiel ist, durch Matschepfützen zu hüpfen. Schorsch, wenn du im Matsch herumspringst, musst du Gummistiefel anziehen. Ich habe auch ein paar Gummistiefel für dich, Chloe. Ich bin schon zu groß, um im Matsch rumzuhüpfen. Oh, genau wie ich. Schorsch liebt Matschepfützen. Peppa ehrlich gesagt auch. Aber das mag sie nicht zugeben. Endlich mal wieder im Matsch rumhüpfen. Mama und Papa Wutz lieben Matschepfützen. Sieht lustig aus. Ja, und wie. Das ist vielleicht ein Spiel, bei dem große Mädchen dringend mitmachen sollten. Ja, das glaube ich auch. Ich komme! Ich komme! Peppa und Chloe lieben Matschepfützen. Alle lieben Matschepfützen. Auch große Mädchen. Die schläfrige Prinzessin. Für Peppa und Schorsch ist es Zeit, ins Bett zu gehen. Gute Nacht, ihr beiden. Mama, Papa. Ja, Peppa. Krieg ich noch eine Gute-Nacht-Geschichte? Aber vielleicht will Schorsch keine Geschichte mehr hören. Schorsch, willst du eine Geschichte? Sag ja. Ho, ho, ho. Na gut, das ist aber eine große Ausnahme. Und danach wird sofort geschlafen? Heiliges Schweine-Ehrenwort? Versprochen. Ich glaube, ich erzähle mal das Märchen von der schläfrigen Prinzessin. Ist das ein gutes Märchen? Es klingt nicht so gut. Nur die Ruhe. Es ist wirklich gut. Kommt eine kleine Prinzessin vor? Peppa, wenn du ständig sprichst, kann Papa Wutz nicht erzählen. Okay, Mama. Kommt denn jetzt eine Prinzessin drin vor, Papa? Hoho. Ja, es kommt eine Prinzessin vor. Die schläfrige Prinzessin. Vor langer Zeit lebte in einem Schloss eine kleine Prinzessin. Man nannte sie die schläfrige Prinzessin. Papa, warum hieß sie so? Das kommt später. War die schläfrige Prinzessin schön? Ja, sie war sehr schön. Deshalb sah sie sich auch so gerne im Spiegel an. Ich bin wunderschön.
Und wer hat noch im Schloss gelebt? Ja. Bei der Prinzessin lebten sonst noch der kleine Prinz und Mama Königin und Papa König. Das stimmt, die lebten auch noch alle da. Hatte der König einen Dickbauch? Keinesfalls, er sah gut aus. Wie ich. Außerdem gab es da auch noch einen Drachen. Dinosaurier. Oh ja, es war kein Drache. Es war ein Saurier. Es war ein großer, grimmiger Dino. Oh je, vielleicht war der Dino doch nicht ganz so grimmig, oder Papa? Tut mir leid. Nein, der Saurier war sehr freundlich. Er aß eine Menge Gras. Papa Wutz! Ups, hoppla! Das war doch nur der Dino. Papa, warum nannte man die Prinzessin schläfrig? Also das war so. Die Sonne ging unter und der Mond und die Sterne gingen auf. Und alle wurden schläfrig. Aber am schläfrigsten von allen war die schläfrige Prinzessin. Peppa, bist du müde? Nein, Papa, ich bin überhaupt nicht müde. Jemand anderes schon. Schorsch, wach auf! Du verpasst das Ende vom Märchen. Wenn auch Peppa nicht schläfrig ist, die schläfrige Prinzessin war es. Tag ein, Tag aus in den Spiegel zu gucken, hatte sie völlig erschöpft. Ich bring dich jetzt zu Bett. Gute Nacht. Die schläfrige Prinzessin war so schläfrig, dass sie sofort einschlief. Danke für das Märchen, mein König. Zu Diensten, Majestät. Eine wahrhaft königliche Gute-Nacht-Geschichte für kleine Prinzen und Prinzessinnen. Burgwetterstein. Peppa und ihre Familie machen heute einen Ausflug. Peppa, Schorsch, wir fahren heute zur Burg Wetterstein. Was soll denn das sein, Papa? Das ist eine Burg auf einem hohen Hügel. Schorsch mag Burgen gern. Burg Wetterstein klingt wie eine öde Sache für Jungs. Nein, Peppa, bestimmt nicht. Man hat eine herrliche Aussicht von da oben. Man sieht sogar das Haus von Oma und Opa Wutz. Ui, dann nix wie los. Ich lese die Karte und Mama Wutz fährt. Meinst du wirklich, Papa Wutz? Wir verfahren uns dann doch nur und du wirst bestimmt grantig. Wir werden uns nicht verfahren und ich werde nicht grantig. Burg Wetterstein, wir kommen! Sind wir endlich mal da? Nicht ganz. Oh. Wollen wir vielleicht was spielen? Ja, bitte. Wir spielen, ich sehe was. Meinetwegen, ich fang an. Papa Wutz sucht sich heimlich etwas aus und die anderen raten, was es ist. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das hat die Farbe rot. Rot? Mein Kleid, das ist rot. Nein, das meine ich nicht. Das Auto. Das stimmt. Unser Auto. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist blau. Das blaue Hemd von Schorsch. Nein. Ist es etwas im Auto? Nein. Soll ich? Ja. Der Himmel, der blaue Himmel. Gewonnen. Papa Wutz, weißt du, wo wir sind? Ich weiß genau, wo wir sind. Nur, dass diese Straße anders aussieht als auf der Karte hier. Oh, Papa Wutz, verfahren. Ach was, verfahren. Und wie finden wir den Weg zur Burg Wetterstein? Gleich hab ich's, Moment. Ich hab's, wir fragen Oma und Opa. Ach, wozu denn Oma und Opa?
Ich finde das, und wenn's den ganzen Tag dauert. Aber der Tag ist bald vorbei. Hallo, hier Opa Wutz. Was gibt's? Opa Wutz, wir haben uns auf dem Weg zur Burg Wetterstein verfahren. Hohoho, liest Papa Wutz zufällig die Karte? Ja, Papa Wutz liest die Karte. Und gerade ist er ein kleines bisschen grantig. Ich bin nicht grantig. Am einfachsten ist es, wenn ihr der Hauptstraße folgt, bis ihr dann endlich die Burg auf dem Hügel seht. Danke, Opa Wutz. Wir folgen der Straße und halten nach der Burg Ausschau. Sag ich doch. Schaut, ist das die Burg? Ja, das ist Burg Wetterstein. Komm schon, Auto. Komm schon, Auto. Das schaffst du doch. Hurra! Peppa und ihre Familie haben Burg Wetterstein erreicht. Boah, ist die aber hoch. Wir gehen rein. Die Aussicht von oben ist fantastisch. Boah, was für eine Aussicht. Mami, ist das Oma und Opas Haus? Ja, genau. Es ist so weit weg. Wollt ihr mal durchs Fernrohr schauen? Darf ich zuerst reinsehen? Und dann ist George an der Reihe. Boah. Durch das Fernglas sieht alles viel größer aus. Ich sehe Oma und Opa. Guck, George. Oma Wutz. Opa Wutz. George winkt Oma und Opa Wutz. Dummer George. Oma und Opa Wutz sind viel zu weit weg, um dich zu erkennen. Ich hab's. Wir rufen an. Hallo? Opa Wutz, wir sind auf Burg Wetterstein und sehen euch. Winkt uns mal. Oma und Opa Wutz winken uns. Ich mag Burg Wetterstein. Zelten. Peppa und ihre Familie machen einen Campingausflug. Ich mag Zelten. Da sind wir. Hurra! Peppa, George, dieses Zelt hatte ich schon als Junge. Papa, wie willst du denn daraus ein Zelt machen? Keine Sorge, Peppa. Ich bin ein Campingfachmann. Mama Wutz, alles fertig zum Aufbau. Genau so, Babyeierleicht. Oh. Brauchst du nicht die Heringe? Na klar, die habe ich wohl vergessen. Jetzt hält das Zelt viel besser. So. Das Zelt ist aber ziemlich klein. Es war groß genug für mich als Junge. Aber jetzt kommt es mir auch klein vor. Ja, weil du nämlich inzwischen größer geworden bist, Papa Wutz. Und am meisten bist du am Bauch gewachsen. Apropos mein Bauch. Wollt ihr Suppe? Ja, ja. Dann brauchen wir wohl Holz fürs Feuer. Yippie! Peppa und George helfen Papa Wutz beim Holzsammeln. George, ich heb die Stöcke auf und du trägst sie dann. Stöcke sammeln macht Spaß. Gut, das ist genug. Das wird ein Prachtfeuer. Ich zünd's an. Ich hab Streichhölzer. Hoho, so was brauch ich nicht. Papa, wie machst du das denn ohne Streichhölzer? Ich mache es genauso wie früher. Man muss nur zwei Hölzer aneinander reiben. Papa Wutz reibt die beiden Stöcke ziemlich lange aneinander. Wann kommt denn das Feuer? Sofort. Hurra! Babyeierleicht. Jetzt mache ich die Tomatensuppe heiß. Ah, lauscht nur der Stille der Nacht. Ich hab da was gehört. Das war das Zirpen einer Grille. Und was ist das? Eine Eule. Guck, da ist sie. Boah. Und wer macht so? Oh, merkwürdig. Da
Das ist Papas Bauch. Mein Bauchgrummeln gehört zu den besten Klängen der Natur. Das bedeutet Essen. Ich mag Tomatensuppe. Und ich erst. Ich höre noch einen von Papas Klängen der Natur. Was? Los, ihr Lieben, ab ins Zelt. Schlafenszeit. Wir passen nicht alle rein. Das Zelt ist viel zu klein. Das passt schon. Schnell hinein. Mach etwas Platz, Mama Wutz. Papa, du bist zu groß für das Zelt. Macht nichts. Ich schlaf eh lieber draußen. Schlaf gut, Papa Wutz. Schlaf gut, Papa. Schlaf gut. Gute Nacht zusammen. Alle gehen schlafen. Peppa, Schorsch und Mama Wutz im Zelt und Papa Wutz unter den Sternen. Ah, ich mag Zelten. So unter freiem Himmel mit den Sternen über mir. Vielleicht war das doch keine so gute Idee. Am nächsten Morgen? Papa, es war ja so gemütlich im Zelt. Oh, wo ist Papa? Papa Wutz ist verschwunden. Armer Papa, ganz bestimmt hat er gefroren. Wo ist er jetzt bloß? Was ist das? Es klingt wie Papas Schnarchen. Papa Wutz! Was? Dir ist nichts passiert. Hohoho, natürlich nicht. Ich bin ein Campingfachmann. Ich war im Auto. Schlauer Papa. Hohoho, ich mag Zelten. Verkleiden. Peppa und Schorsch spielen in Mamas und Papas Schlafzimmer. Was ist das? Peppa hat eine Kiste mit alten Kleidern entdeckt. Boah. Das ist Papas Hut. Und das ist Mamas Kleid. Schorsch, sollen wir uns als Mama und Papa verkleiden? Hier ist Papas Hut. Und hier ist Papas Mantel. Du bist Papa Wutz. Und jetzt komm ich. Ich wär jetzt wohl Mama. Das ist Mamas Hut. Papa Wutz, wo sind deine Schuhe? Ich hätte wohl Stöckelschuhe. Und jetzt muss ich mich schön machen, so wie Mama. Peppa hat Mamas Schminkkästchen gefunden. Aha. Zuerst Puder. Sehr hübsch. Und jetzt noch Lippenstift. Mama Wutz ist so schön. Beeilung, Papa Wutz. Du musst jetzt zur Arbeit. Mama Wutz arbeitet am Computer. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Wie bitte, meine Dame? Peppa, ich hab nur Hallo gesagt. Ich bin nicht Peppa. Ich bin Mama. Ach so, natürlich. Hallo, Mama Wutz. Hallo. Und das ist Papa Wutz. Schorsch! Dir auch guten Tag, Papa Wutz. Entschuldigt mich. Ich habe noch eine Menge zu tun. Hallo? Ja. Machen Sie das. Oh, dann gut. Okay. Peppa genießt es, Mama Wutz zu spielen. Aber Schorsch langweilt sich allmählich. Ein Augenblick. Ich hab's gleich. So, geschafft. Na los, Papa Wutz. Und jetzt bist du dran. Wiedersehen, Mama und Papa Wutz. Wiedersehen.
Papa Wutz gräbt im Garten ein Loch. Hallo Peppa. Hallo Schorsch. Wieso Peppa? Ich bin Mama Wutz und das ist Papa Wutz. Papa Wutz will hier arbeiten. Sehr freundlich von Ihnen, Papa Wutz. Aber Vorsicht, es ist ein tiefes Loch. Ich hoffe, du trägst nicht deine besten Anziehsachen bei dieser Schmutzarbeit. Ich will jetzt auch mal so laut grunzen. Eiscreme für alle! Eiscreme? Peppa? Schorsch? Zieht die dreckigen Klamotten aus, bevor ihr esst. Ich bin Mama und das ist Papa. Bist du sicher? Ja. Und wo sind Peppa und Schorsch? Weiß ich nicht. Oh, zu schade. Ich habe nämlich ihr Lieblingseis gekauft. Aber wenn sie nicht da sind, dann... Hier sind wir. Peppa! Schorsch! Da seid ihr ja. Ja, Mama. Wir haben uns doch nur verkleidet. Da habt ihr uns wohl reingelegt. Frösche, Würmer, Schmetterlinge. Peppa und Schorsch helfen Opa Wutz im Garten. Boah. Was für ein wunderschöner Schmetterling. Opa, warum mögen Schmetterlinge Blumen? Sie finden in den Blumen ihre Nahrung. Wie? Sie haben sehr lange Zungen. Länger als meine? Oh ja, Schmetterlingszungen sind noch länger als deine. Sie trinken damit aus den Blumen wie mit einem Strohhalm. Oh. Peppa, der Schmetterling hält dich für eine Blume. Ich bin aber keine Blume. Ich bin Peppa Wutz. Er sieht so hübsch aus. Ich wäre gern ein Schmetterling. Peppa tut so, als sei sie ein Schmetterling. Ich bin ein Schmetterling. Schorsch wäre auch gern ein Schmetterling. Schorsch, ich bin der Schmetterling. Du musst ein anderes Tier sein. Ich weiß, du kannst ein Ringelwurm sein. Schaut her, ich bin ein Schmetterling. Oh je, Schorsch hat keine Lust, ein Ringelwurm zu sein. Er wäre lieber ein Schmetterling. Och, als ich ein kleines Ferkel war, habe ich mir oft vorgestellt, ich sei ein Wurm. Wurmspielen ist ganz leicht. Ich zeig's dir mal. Erst musst du dich mal hinlegen, so auf den Boden. Dann ringelst du dich so. Ich bin ein Ringelwurm. Es macht viel mehr Spaß, Ringelwurm zu spielen, als Schorsch dachte. Ich bin ein kleiner Schmetterling, ich bin ein kleiner Schmetterling. Schaut mal, ich bin ein Schmetterling. Ja, Peppa, und du bist ein sehr schöner Schmetterling. Opa, Schorsch, was macht ihr da? Wir sind Ringelwürmer. Ich wäre wohl jetzt auch ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Mir geht es gut, das ist so gut. Ich bin ein Ringelwurm. Das macht Spaß. Was für ein Tier wollt ihr jetzt sein? Ich weiß nicht. Guck, Opa, da ist ein kleiner Frosch.
warum spielt ihr nicht einfach Frosch? Frösche sind weder wunderschön noch so süß wie Würmer. Aber sie spielen dasselbe wie ihr. Spielen Frösche mit Puppen? Aber Peppa, was magst du am liebsten? Ich mag Matschepampe. Genau, Frösche hüpfen ja auch gerne im Matsch herum. Los, Schorsch, wir spielen Frosch. Jetzt sind wir Frösche. Jetzt sind wir Frösche. Der Frosch hat eine tolle Matschepfütze zum Herumspringen entdeckt. Peppa und Schorsch lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Alle lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Schmetterlinge und Würmer mag ich. Aber Frösche mag ich am allerliebsten. Picknick. Heute ist ein herrlicher Sommertag. Wie gemacht für ein richtig gutes Picknick. Papa Wutz trägt den Picknickkorb. Picknickdecke, Brot, Milch, Gurken und Limonade. Haben wir irgendwas vergessen? Mamas Erdbeerkuchen. Hat mir Spaß gemacht. Den Kuchen habe ich zuallererst eingepackt. Abfahrbereit? Jawohl! Dann geht's los! Das sieht wie ein guter Picknickplatz aus. Hurra! Genieß die frische Luft. Wir sollten ein bisschen Sport treiben. Ich will essen und dann schlafen. Ich will auf gar keinen Fall Sport treiben. Vielleicht sollte Papa etwas Sport treiben, wegen seinem Dickbauch. Ich hab keinen dicken Bauch. Aber später werde ich Sport treiben, auch wenn keiner mitmacht. Essen. Gute Idee, Mama Fritz. Ich bin sehr hungrig. Köstlich. Bin ich jetzt müde. Aber wolltest du nicht Sport treiben, Papa Wutz? Später. Da ist ein Ententeich. Mama, kann ich die Enten füttern? Ja, ihr könnt ihnen die Brotreste geben. Peppa und Schorsch verfüttern ihr ganzes Brot. Mama, ich glaube, sie wollen noch mehr. Aber das Brot ist alle. Ich glaube, sie sind jetzt satt. Tut mir leid, Frau Ente, ich hab nichts mehr. Damit geben sich die Enten aber nicht zufrieden. So viel zu Papa Wutz und den Sportübungen. Was? Ihr schon wieder. Ihr habt's doch gehört. Es gibt kein Brot mehr. Mama, es gibt doch noch Erdbeertorte. Na, wenn davon etwas übrig bleibt, kriegen es die Enten. Alle haben Heißhunger auf den Erdbeerkuchen von Mama Wutz. Ih, eine Wespe. Ich hasse Wespen. Reg dich nicht auf, Mama Wutz. Ist ja nur eine kleine Wespe. Geh weg, du Wespe. Jetzt halt still, Mama Wutz. Dann fliegt sie weg. Siehst du? Man muss nur stillhalten. Geh weg. Hau ab! Hey! Hilfe! Geh weg, du! Ich hoffe, die Wespe sticht Papa nicht. Geh weg, du widerliches Ding! Niemals! Papa Wutz rennt viel zu schnell für die Wespe. Los, komm, wir essen, bevor die Wespe zurückkommt. Oh nein, ich hab die Enten ja ganz vergessen. Ich glaub, sie ist weg. Du hast ja gesagt, du wolltest Sport treiben, Papa Wutz.
Und ich hab's dir nicht geglaubt. Glück gehabt, dass ich meinen Kuchen nicht verloren habe. Halt, Papa! Die Enten haben noch gar nichts bekommen. Oh. Ihr habt vielleicht ein Glück. Sag Danke zu Papa Wutz. Ach, keine Ursache. Es wird Zeit, dass wir fahren. Sag den Enten auf Wiedersehen. Bis bald, Enten. Auf Wiedersehen. Schatzsuche. Oma und Opa Wutz veranstalten eine Schatzsuche für Peppa und Schorsch. Oma Wutz zeichnet die Schatzkarte. Opa Wutz vergräbt den Schatz an einem geheimen Ort im Garten. Opa Wutz, bist du fertig? Peppa und Schorsch werden bald hier sein. Nur keine Eile, Oma Wutz. Da kommen sie schon. Schnell, Opa Wutz, sie sind da. Bin schon fertig. Opa Wutz hat es gerade noch rechtzeitig geschafft. Oma Wutz, wir sind da. Oma Wutz. Hallo, meine Kleinen. Opa Wutz. Opa Wutz. Ahoi, ihr zwei Herzchen. Peppa, Schorsch, heute geht's auf Schatzsuche. Im Garten ist irgendwo ein Schatz vergraben. Wow, ein Schatz. Wo ist er? Ho, du musst schon danach suchen. Hier ist die Schatzkarte für Peppa. Und George kriegt meinen Piratenhut. Ei, ei, Herr Captain George. Der Plan sieht kompliziert aus. Papa, hilfst du mir? Na klar, Peppa, ich bin sehr gut in sowas. Er ist wirklich kompliziert. Papa Wutz, du hältst doch den Plan verkehrt rum. Ja, dachte ich mir schon. Ist doch ganz leicht. Der Schatz liegt da, wo das Rote Kreuz ist. Aber wo stehen denn bloß die beiden Apfelbäume? Keine Ahnung. Wollt ihr einen Tipp? Ja, bitte. Der erste Brief ist in einer Flasche. Aber wo ist die Flasche? Ich kann sie sehen. Peppa hat den ersten Hinweis entdeckt. Eine Flaschenpost. Kommt alle her. Hier ist die Flasche. Sehr gut, Peppa. Lass sehen, was hier draufsteht. Oh, der Brief stammt von einem Piraten. Mama, kannst du den Piratenbrief lesen? Der Pirat schreibt aber sehr unleserlich. Der Pirat hat eine schöne Handschrift. Ich kann's jedenfalls nicht lesen. Da steht deutlich geschrieben, folge den Pfeilen. Folge den Pfeilen? Schorsch hat den zweiten Hinweis gefunden. Pfeile aus Stöcken gelegt. Guck, sie zeigen da lang. Peppa und Schorsch folgen den Pfeilen. Guck, Schorsch, ein Schlüssel. Peppa hat den nächsten Hinweis gefunden. Einen Schlüssel. Fein gemacht, Peppa. Jetzt müsst ihr die Schatzkiste finden, die dazugehört. Aber ich weiß doch nicht, wo. Schau doch mal auf die Schatzkarte. Guck mal, Peppa, hier sind zwei Apfelbäume dargestellt. Hier ist ein Apfelbaum und da ist noch ein Apfelbaum. Also liegt der Piratenschatz hier. Sehen wir nach. Oh je, hier scheint aber nichts zu sein. Halt, stopp, da ist doch etwas. Boah, ein Schatz. Hurra! Hurra! Gut gemacht. Ich hab den passenden Schlüssel. Wow, ich fass es nicht. Goldtaler, die sind ein Vermögen wert. Viel mehr als das. Das sind keine Goldtaler. Es sind Schokotaler.
Und hier ist ein Schokoladentaler für jeden von uns. Hurra! Peppa und Schorsch lieben Schokotaler. Alle lieben Schokotaler. Oma, Opa, das ist die beste Schatzsuche von allen. Das neue Auto. Heute macht Familie Wutz einen Ausflug in ihrem roten Auto. Wollen wir ohne Verdeck fahren? Ja, bitte. Peppa und Schorsch fahren sehr gern mit dem Auto. Seid ihr startbereit? Sind wir. Dann geht's los. Ich mag unser Auto. Und unser Auto mag uns. Nicht wahr? Oh je, das Auto klingt aber gar nicht gut. Was ist los, Papa? Ich weiß nicht. Wir bringen es zu Opa Wurfs Werkstatt. Er kann nachschauen. Eine gute Idee, Mama Wutz. Opa Wuff hat eine Autowerkstatt. Er kennt sich mit Autos bestens aus. Oh je, Papa Wutz. Dein Auto klingt aber gar nicht gut. Kannst du es reparieren, Opa Wuff? Ja, aber es wird den ganzen Tag dauern. Oh. Wir wollten doch heute einen Ausflug machen. Kein Problem. Ihr könnt gern so lange dieses neue Auto ausleihen. Dankeschön, Opa Wuff. Wollt ihr ohne Verdeck fahren? Ja, bitte. Ich drück nur auf diesen roten Schalter. Was für ein erstaunliches Auto. Wenn ihr zurückkommt, ist euer Auto fertig. Danke, Opa Wuff. Wiedersehen. Tschüss. Bis bald. Wiedersehen. Peppa und ihre Familie gefällt das neue blaue Auto. In diesem Auto gibt es aber viele Schalter. Wozu ist der grüne Schalter da, Papa? Mal sehen. Zauberfenster. Papa, mach die Zauberfenster runter. Wozu ist der blaue Schalter da? Keine Ahnung. Mal sehen. Ich mag dieses neue Auto. Behalten wir es? Nein, wir behalten es nicht, Peppa. Wir haben es nur für heute ausgeliehen. Oh. Oh nein, ich glaube, es gibt Regen. Ja, schnell das Verdeck zu. Aber welcher ist der Verdeckzuschalter? Ups, Fehlanzeige. Aha, das muss der Schalter sein. Das neue blaue Auto hat Papa Wutz nass gespritzt. Dummer Papa, das ist nicht das Verdeck. Der Schalter. Ups, wieder falsch. Der Schalter. Hilfe! Oh je, wo ist bloß der richtige Schalter? Ich glaube, das Auto mag mich nicht. Versuchen wir den roten Schalter. Aber jetzt regnet's nicht mehr. Können wir das Dach wieder aufmachen? Ja. Welcher Schalter war's noch? Der rote war's. Hurra! Opa Wuff hat das Auto repariert. Euer Auto ist fertig. Hurra! Danke dir, Opa Wuff. Behalte den Rest. Vielen Dank, Papa Wutz. Gute Fahrt. Wiedersehen. Tschüss. Bis bald. Ah, unser altes Auto ist doch das Beste. Ich mochte das neue, aber unser altes Auto mag ich lieber. Und ich glaube, unser altes Auto mag uns. Nicht wahr? Thank you.
rote Punkte. Mama und Papa Wutz machen für Peppa und Schorsch Frühstück. Frühstück ist fertig. Peppa hat rote Punkte im Gesicht. Mama, ich fühle mich nicht so gut. Oh je, Peppa, du siehst doch gar nicht gut aus. Keine Bange, ich frage Dr. Braunbär. Dr. Braunbär am Apparat. Unsere Peppa ist krank. Ihr Gesicht ist voller roter Punkte. Aha. Bringt sie erstmal ins Bett. Und ich komme gleich mal vorbei. Da ist Dr. Braunbär schon. Hallo, Peppa. Wie fühlst du dich? Mir geht's nicht so gut. Streck mal die Zunge raus, bitte. Mhm. Es ist gar nichts Ernstes. Nur ein harmloser Hautausschlag. Kriege ich Medizin? Der Ausschlag wird bald vorbei sein. Aber wenn du möchtest, bekommst du von mir einen Löffel Medizin. Ja, bitte. Leider schmeckt sie nicht besonders lecker. Mund weit auf. Wie grässlich. Das hast du wirklich gut gemacht. Du warst sehr tapfer. Peppa bleibt besser im Bett. Ich höre später noch einmal nach, wie es ihr geht. Darf Peppa Besuch haben? Oh ja, selbstverständlich darf sie. Der Ausschlag ist nicht ansteckend. Bis bald. Bis bald, Dr. Braunbär. Jetzt stehe ich aber auf. Dr. Braunbär hat gesagt, du sollst noch ein Weilchen im Bett bleiben. Das ist so öde. Du könntest doch aber Krankenbesuch bekommen. Kann Luzi Locke vorbeikommen? Luzi Locke ist Peppas beste Freundin. Ich frage mal Luzis Mama. Hallo, Frau Wutz. Peppa möchte gerne Luzi sprechen. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Mir geht's nicht so gut. Ich habe rote Punkte im Gesicht. War der Doktor da? Ja, Dr. Braunbär war hier. Er hat mich genau untersucht und gesagt, ich wäre tapfer. Bist du denn richtig krank? Ja, ja. Es ist wirklich wahr. Ich muss im Bett bleiben. Dr. Braunbär hat mir Medizin gegeben. Die schmeckte ganz ekelhaft. Ich komme gleich vorbei. Ich ziehe nur noch meine Schwestern Sachen an. Luzi Locke besucht die kranke Peppa. Sie trägt ihr Krankenschwesterkostüm. Klausi Kleff und Luisa Löffel sind mitgekommen. Hallo, Peppa. Hallo. Wie geht es dir? Nicht so besonders gut. Ich muss im Bett bleiben. Wie können wir dir denn helfen? Bringt ihr mir ein Gläschen Limo? Ja, gern. So langsam genießt Peppa das Kranksein. Dankeschön, Luzi. Geht es dir schon etwas besser? Ein kleines bisschen. Klausi? Fragst du meine Mama, ob ich Eis krieg? Und Luisa, bringst du mir ein paar Blumen aus unserem Garten? Dr. Braunbär ist da, um nach Peppa zu sehen. Ah, gut. Die Krankenschwester ist da. Wie geht's der Patientin? Ich bin keine echte Schwester. Wir tun nur so. Verstehe. Soll ich mir denn mal die Patientin ansehen? Ja, bitte. Sehr schön. Die roten Punkte alle fort. Du bist nicht mehr krank. Auch kein kleines bisschen? Was meinst du? Also, ich glaube, ich bin noch nicht richtig gesund. Ich spiele jetzt ein bisschen Ball draußen im Garten. Wer will mitspielen? Ich! Ich auch! Ho, 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 Donnerlittchen! Patient vollständig genesen! Ha, 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 ha,